Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es mal wieder ein Testvideo und ich teste diese beiden Silikonformen. Das sind Donutformen. Donuts werden ja normalerweise frittiert. In den Formen kann man sie auch im Backofen backen. Also ich bin ganz gespannt. Die habe ich bei Amazon gekauft. Die kann man sowohl einfrieren als auch in den Backofen geben. Also man kann auch Eis damit machen. Finde ich auch eine coole Idee. Die sind backfest bis 230 Grad ungefähr. Ich werde bei 180 Grad backen, also alles überhaupt kein Problem. Ich mache da drin einen relativ einfachen Rührteig, den ich normalerweise auch für Muffins oder Cupcakes verwende. Und was ich dafür brauche und was ihr natürlich dafür braucht, um das Ganze nachzumachen, seht ihr jetzt. Und das Rezept findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Für dieses Rezept braucht ihr 60 ml Speiseöl, 60 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 275 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver und 250 ml, also ein Viertel Liter Milch. Als erstes vermische ich Öl, Butter und Zucker. Dann kommen die beiden Eier dazu. Und dann Mehl und Backpulver. Und zum Abschluss die Milch. Den fertigen Teig fülle ich dann in einen Spritzbeutel. Ich nehme dafür einfach hier einen Gefrierbeutel. Dann schneide ich hier unten einfach die Spitze ab. Und verteile den Teig auf den 12 Formen. Bei mir war nachher sogar noch ein bisschen Teig über und den habe ich hier in die beiden Cupcake-Förmchen gefüllt. Und jetzt kommt das Ganze in den Backofen. Bei dem Rezept backe ich immer die Muffins oder Cupcakes so 18 bis 20 Minuten. Das werde ich hier auch mal machen. Ich mache da eine Stäbchenprobe und schaue, ob sie gar sind. Meine Donuts sind jetzt aus dem Backofen zurück und ich habe sie auch komplett auskühlen lassen. Und ich versuche sie jetzt mal rauszudrücken. Mal gucken. Oh, okay. Das geht super einfach. Sehen auch richtig schön aus. Ein bisschen kleiner als normale Donuts. 2. Und alle 6. Okay, es ging super schnell und sie sehen richtig cool aus, muss ich sagen. Wie gesagt, etwas kleiner, aber richtig cool. Mit einem richtig süßen Loch in der Mitte. Richtig schöne Donuts. Okay, jetzt müssen sie natürlich noch verziert werden. Dafür dachte ich, mache ich erstmal eine Schokoglasur. Und dann kommt natürlich noch kommende Streusel und ja, vielleicht noch ein bisschen Oreo-Kekse oder so darauf. Mal schauen. Inzwischen habe ich hier alle 12 Donuts. Dann habe ich hier ein paar kleingebrochene Oreo-Kekse, Marshmallows, Minis und bunte Streusel und natürlich die Schokoladenglasur. Die habe ich einfach in der Mikrowelle geschmolzen und ich tauche jetzt die Donuts einfach ein, lasse sie ein bisschen ablaufen. Den Rest habe ich hier einmal mit Küchencreppe ausgelegt, damit, wenn jetzt die übrige Schokolade doch noch runterläuft, das Ganze nicht den Tisch komplett einsaut. Und darauf kommen jetzt noch ein paar Oreo-Stückchen. Und weiter geht's mit dem nächsten Donut. Also einfach eintauchen, ein bisschen ablaufen lassen und dekorieren. So, ja, hier also meine 12 Donuts. Den einen hier habe ich schon mal durchgebrochen. Ihr seht, der Teig ist relativ fluffig geworden und ich habe auch schon ein kleines Stückchen probiert. Also es schmeckt mehr nach richtigem Kuchen als nach Donuts, aber ich finde, sie sehen einfach fantastisch aus. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, alles natürlich unten reinschreiben. Vielleicht wünscht ihr euch nochmal ganz bestimmte andere Donuts, also wie gesagt, unten alles rein. Und ja, vielleicht möchtet ihr auch meinen Kanal abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Und einfach auf den Abonnieren-Button klicken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss!